Es lebt. Es lebt wieder. Schatz, Schatz, es lebt. Oh, fuck, ich hab ganz vergessen, ich bin ganz allein zu Hause. Meine Freundin ist jetzt gerade weg für 3 Tage und ich habe ein wenig Angst, deswegen habe ich mir jetzt ein Aufladekabel besorgt, ein neues. Ihr habt euch sicherlich gefragt, wo bleiben die ganzen Holidays und was weiß ich. Tja, das lag daran, Aufladekabel war plötzlich weg. Ich hab's einfach nach Bremen mitgenommen, eigentlich. Und als ich zurück von Bremen kam, war es weg. Bremen ist richtig kriminell, Alter. Da kannst du dein Aufladekabel, wenn du es draußen stehen lässt, selbst wenn du es angekettet draußen stehen lässt, ist es weg. Jetzt habe ich eigentlich ein neues bestellt und wir können endlich diese ganzen Briefe hier aufmachen. Sieht man das hier? Moment. Da. Richtig viele sind angekommen und ein größeres Paket sogar. Da freue ich mich richtig drauf. Vielen Dank jetzt schon mal. Ich hoffe, man sieht keine Adressen und wenn doch, dann hey, viel Spaß mit den Briefbomben. Wie gesagt, meine Freundin ist jetzt gerade nicht da für 3 Tage. Ich fühle mich einsam und verlassen. Ich muss gleich ein bisschen den Haushalt schmeißen. Ich habe meine Haushaltsschürze um. Eigentlich habe ich gar nichts an. Nackt lässt sich am besten putzen. Aber ich kann euch mal zeigen, was demnächst so kommt. Und zwar habe ich ein Paket von Rocket bekommen. Dort war unter anderem, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich filme, weil es sieht hier sehr sauber aus. Und es könnte sein, dass Menschen sehr eifersüchtig werden auf meine Sauberkeit. Diese Geräusche, ne? Wenn alles so sauber ist. Das Geräusch der Sauberkeit. Das macht das Kaugummi hier. So. Da, diese Tastatur, diese mechanische Tastatur. Hatte ich noch nie auf jeden Fall. Klingt richtig nice. Ja, warum ich diesen Vlog auch unter anderem mache, ist, sieht man im Hintergrund direkt. Hier sieht alles sauber aus, oder? Diese Ecke, auf die bin ich stolz. Die ist, was heißt sauber? Die ist ausnahmsweise dreckig, weil der Rest ja sauber ist. Ich mache diesen Vlog gerade, weil ich nicht weiß, welches Horrorspiel ich spielen soll. Five Nights at Freddy's war schwer. Ich habe es einmal versucht. Ich habe die Nacht nicht geschafft und ich wusste nicht, ob ihr das sehen wollt. Und da ich jetzt keine Ahnung habe, was ich mache, wollte ich so einen Vlog machen. Und allgemein wollte ich mal öfters wieder Vlogs machen, aber nicht auf Holly RL. Ich habe auf Holly RL auf jeden Fall auch Vlogs eigentlich vorgehabt zu machen. Sowas wie umgespielt, umgefilmt. Nur war ich cooler und habe es vor ihm schon gemacht. So ein Kanal. Aber es liegt nicht so gut. Ich will das alles auf diesem Kanal. Alles kompakt auf Holly LP. Alles auf Holly LP. Das ist doch gut, oder? Und, oh, fuck. Ratten heute und morgen füttern. Danke, ich liebe dich. Wie lange überleben Ratten ohne Nahrung? Oh mein Gott, wir müssen sie füttern. Der Kühlschrank ist so voll. Da sind Gurken. Egal, was ihr jetzt gerade seht, nein, es ist kein dreckiges Geschirr. Es ist einfach mein Mittagessen, was ich gleich essen werde. Schnell weg. Lecker Gürkchen. Leider passen nicht so viele Gurken in meine Hand. Ich komme, Schätzchen, Heinchens. So, ich lege das mal hier rein, ne? Ups. Geh die Gurke essen. Ich hole noch mehr Gurken, ne? So, noch mehr Gurken. Passt perfekt. So, noch mehr Gurken. Ja, du bist so süß. Schlaf weiter, schlaf weiter. Wo sind eigentlich die anderen hin? Moment mal. Hast du alle gefressen? Oh Gott. So, die Ratten sind auf jeden Fall gefüttert. Und es hieß ja nicht, dass ich die anderen beschützen soll vor der anderen Ratte, damit sie nicht frisst. Da stand, ich sollte sie nur füttern. Nur füttern. Und wenn sie selber füttern, habe ich weniger Arbeit. So, was wollte ich noch sagen? Denn ich startet Minecraft. Alle, die jetzt Minecraft sagen, oh, du voll Mensch und bla bla bla. Ey. Ja, ich habe es nicht so aufgebracht und jetzt kommt das Varro 2 Event und deswegen wird demnächst wieder etwas mehr Minecraft vorkommen. Und außerdem habe ich überlegt, Cry of 4 nochmal zu zocken, aber ein bisschen anders, so ein PewDiePie-Style, weißt du? Bisschen hart geschnitten, weil ich habe es ja schon mal let's played, war total unzufrieden, habe sogar abgebrochen, nicht zu Ende gespielt. Und jetzt wollte ich es nochmal bringen, Cry of 4. Ansonsten kommt weiterhin Isaac. Minecraft kommt jetzt demnächst, Super Meat Boy haben wir ja durchgespielt, aber einige von euch wollen immer noch mehr und mehr und mehr. Wie sieht es eigentlich hier hinten aus? Okay, alles cool. Hier übrigens ein Foto von mir, von meinen Cousins und sowas, die wahrscheinlich nicht gesehen werden wollen, aber hey, tut mir leid. Und ich mit einer Wodkaflasche. So, lass mich einfach mal da stehen. Auf jeden Fall, ja, Horrorspiele und sowas, wie gesagt. Ich versuche nicht nur Isaac zu spielen. Einige schreiben, hey Holly, du spielst nur Isaac. Das stimmt gar nicht. Ich habe doch The Evil Within Alien Isolation gespielt und was weiß ich alles. Ich versuche mal alles zu spielen, alles irgendwie ausgeglichen zu haben. Gut, das war's jetzt mit dem kurzen Vlog. Ich wollte das nur machen, weil ich gerade kein Horrorspiel irgendwie parat habe. Five Nights at Freddy's will ich versuchen, wie gesagt. Und gleich kommt noch ein Bonus-Isaac-Video. Okay, heute kommen vielleicht ein 2 Isaac-Videos. Hupsi, tut mir leid. Aber naja, kann man nichts dran ändern. So, dann würde ich sagen, bis dann.